ich bin Marc Lettau, bin der Assistent von Oliver Runert, habe bei uns in der Lizenzspielabteilung die administrative Leitung inne und stelle euch mal gerne so die Abläufe rund um ein Auswärtsspiel dar. Im Grunde genommen ähneln sich die Abläufe im internationalen Wettbewerb auch dem der Bundesligaspiele. Der einzige Unterschied ist, dass drumherum dann doch noch der ein oder andere Termin mehr anfällt. Ich spreche da ganz bewusst von der Official Reception, wo unsere präsidiale Ebene vertreten ist, wo dann die Geschäftsführung auch mit vor Ort ist. Wir haben drumherum Sicherheitsmeeting, wir haben Organisationsmeeting, wo dann alle irgendwie auch ein Stück weit noch mehr eingespannt sind. Planung, muss ich ganz ehrlich sagen, wir waren jetzt nicht böse drum, dass wir in der ersten Woche am ersten Spieltag ein Heimspiel hatten. Dadurch ein bisschen mehr Vorlauf auf das Auswärtsspiel. Da ist dann in der kürzester Zeit gerade international dann doch auch mal eine Herausforderung, ist ein passendes Hotel zu finden, die ganzen Transfers zu organisieren, weil hier ist der Mannschaftsbus ja zum Beispiel nicht mit vor Ort, anders vielleicht auch in der Bundesliga. So war es dann in kürzester Zeit. Gar nicht so leicht, muss ich sagen. Waren dennoch froh, dass es halt ein EU-Land ist und wir nicht mehr groß Visa beantragen mussten und der ähnlichen. Also von daher. So weit, so gut. Von Abfahrt am Stadion bis Rückkehr am Stadion. Umfasst halt die Anreise zum Flughafen, den Flug an für sich selbst. Mittlerweile chartern wir in der Regel ja auch und das vereinfacht es dann schon so auch in der Organisation, klar. Ja, und großer Unterschied ist vor allem die Transfers vor Ort zu organisieren und halt eben auch internationale Küche, anderes Land, da halt auch ein Stück weit darauf einzuwirken, viel vorzubereiten, viel vorzusprechen, damit das dann, wenn die Mannschaft kommt, alles perfekt zu haben, so angenehm und gemütlich wie irgendwie nur möglich für Trainerstaff, vor allem aber auch die Spieler zu haben. Und das ist so die Herausforderung. Hast du so ein Beispiel, was auch schnell mal schief gehen kann? Ah, da gibt es so einige. Vor allem, wenn man auf andere Personen, auf externe Dienstleister angewiesen ist und nicht alles in der eigenen Hand hat, weil ich glaube, dass unser Team, das am Ende dafür zuständig ist, die Auswärtsspiele zu organisieren, sehr gut aufgestellt ist, da ein Rädchen ins andere greift und ist dann häufig mal, dass das Essen irgendwie nicht stimmt. Das sind dann manchmal so Kleinigkeiten, dass irgendwas fehlt, dass es nicht warm ist, dass nicht schnell genug nachgereicht wird. Das sind so die Aspekte, die dann irgendwie auch schnell mal ein Thema werden bei uns. Kann man sich trotzdem noch auf so ein Auswärtsspiel freuen, auch wenn man so viel zu tun hat? Naja gut, das ist ja, steht ja außer Frage. Also ne, deswegen machen wir das ja auch und deswegen sind wir auch mal so gerne dabei und auch immer dabei. Und ja klar, also international immer noch was Besonderes. Dennoch, egal ob national, international, auswärts, macht schon Bock. Und gerade natürlich, wenn auch so viele Unioner uns begleiten und diesen dann doch sehr herausfordernden Weg auf sich nehmen und uns heute Abend hier in der Woche auf dem Donnerstagabend unterstützen. We went to the airport, Berlin Airport, and then it was like 3 hours flying. And then we arrived in the Porto Sarcaneiro Airport. It was good to hear some Portuguese voices, you know. Then we came to Braga, almost 1 hour driving. We hit something here and we went to the stadium. I spoke in the conference and then we had the training, preparing the game tomorrow. And then we came back to the hotel to get some energy, to eat something. Here the food is really good. So, and now it's rest to be ready to the game tomorrow. Ja, wenn man sieht, wie Braga in die Meisterschaft gestartet ist, sehr erfolgreich. Ich glaube, sie stehen an zweiter Stelle. Die letzten 5 Spiele alle gewonnen, auch viele Tore erzielt, auch ihr Start in die Europa League ist ihnen geglückt mit dem Auswärtssieg in Malmö. Ja, auch wenn es um die Europa League Gruppenphase geht, ich glaube seit 2015 ununterbrochen mit dabei, im letzten Jahr glaube ich sogar Viertelsfinale gegen die Ranger. Also es ist eine erfahrene Mannschaft. Natürlich haben wir uns ein Bild von dieser Mannschaft gemacht. Das ist eine Mannschaft, die ein klares System hat, das Zentrum sehr versucht zu schließen, sehr kompakt steht, wirklich sehr gut organisiert ist, den gegnerischen Teams eigentlich nicht viel zugesteht. Eine gute Mischung hat, versuchen auch immer wieder kurz zu eröffnen, versuchen somit den Gegner auch ein bisschen zu locken, sind sich aber dann nicht zu schade, wirklich schnellstmöglich auf die Kette, hinter die Kette zu spielen. Nein, das wird eine sehr schwere Aufgabe, aber wir versuchen die zu lösen.
es ging schon ganz früh los am Ostkreuz. Haufen verrückte Rot-Weiße unten am Bahnhof gesehen, alle per Regio oder sonst was hingefahren. Eigentlich war der gesamte Flughafen voll. Es war ein völlig fantastisches Gefühl, da anzukommen. Ich hatte das Gefühl, wir fahren mit 12.000 Leuten hin. Ging alles super fix, ging mega schnell, hat viel Spaß gemacht. Dann haben wir eine Stunde Verspätung gehabt, unglücklicherweise, weil der Flug aus Toronto kam. Aber alle waren mega gut gelaunt. Es war ein richtig, richtig angenehmes Gefühl. Alle waren irgendwie gut drauf und für mich war es das erste Mal in so einem großen Flieger. Also ich glaube, unsere Maschine hatte irgendwie 400 Plätze oder sowas. Also es war auf jeden Fall sehr gut gefüllt. Viel Euphorie, viel Geklatsche, viele Chöre und viele Gesänge. Und ja, als wir dann gelandet sind, sind natürlich alle sehr, sehr euphorisiert auch ausgestiegen. War sehr, sehr schön. Also war mit der schönste Flug bis jetzt. Ja. Ja, wir sind gerade angekommen, sind schön gelandet in einer Stunde, sind mit dem U-Bau hergefahren, wollen uns jetzt hier noch die Kathedrale anschauen von Praga. Wunderschön. Und ab um 12 machen hier die ganzen Tavernen auf und dann werden wir uns die eine oder andere Kanne reinstellen und was Schönes essen. Und dann freuen wir uns drauf auf einen richtig geilen Tag heute. Einfach Hammer Union International. Eisern! Eisern! Eine Umfrage mit den Leuten. Hallo, ich komme live von der FTV, wollte nur fragen, wie geil seid ihr denn auf das Spiel heute im Praga? Machen wir sie heute weg? Ja, klar, auf mein erstes Interview jetzt hier. Wirklich, muss doch erst bleiben. Spielerisch machen wir sie weg. Konter. Was sagt er? Euer Tipp? 3-1 von Union. 3-1 von Union. Was ist denn dein Tipp heute zum Spiel? Wie hoch gewinnen wir? Schwer zu sagen, ich glaube 2-1. 2-1, 2-1. Ah, ganz neutral. 3-0. Ich sag sogar 4-0. Was sagst du, wie geht denn heute das Spiel aus? 1-3. 1 für Union? Ja, darauf gibt's einen Check, komm her. Sehr gut, danke schön. Ich bin immer noch da in Deutschland, aber in Bonn, ne? Meine Meinung, einen Schild, 1-1. Ja. Ich bin von der FC Köln. Wo habe ich gewonnen jetzt? Ah, ja. Landesliga habe ich nie gespielt, ich war immer zu schlecht. Nein, ich war zu schlecht. Kreisliga. Ja, Kreisliga. Kreisliga. Aber über 20 Jahre spiele Kreisliga in Bonn. Ne? Hoffi, wie sind Auswärtsfahrten für dich? Ja, lieber spiele ich zu Hause, weil ich weiß, was kommt. Aber ich meine, in so ein Stadion wie hier zu kommen, ist immer auch eine Erfahrung, die man mitnehmen sollte und glaube ich schon eine coole Geschichte ist, ja. Sind dann die europäischen Auswärtsfahrten noch besonderer, weil es neue Stadien sind?
Ja, natürlich, natürlich, so wie hier, spektakulär mit einem Felsen im Hintergrund, irgendwo ein bisschen in den Felsen gebaut, das halbe Stadion ist natürlich, ja, sowas gibt es halt in Deutschland oder bei uns nicht und das ist schon was Cooles, ja. Ja, das ist ja wie sonst auch, wir fliegen ja in Deutschland auch, ob ich jetzt eine Stunde oder drei Stunden fliege, so ein Riesenunterschied ist es nicht mehr. Du kommst ins Hotel, das Einzige ist, du hast bei den internationalen Spielen ein Abschlusstraining im Stadion, um das kennenzulernen, um den Rasen kennenzulernen, alles ein bisschen mitzubekommen, das hast du in Deutschland nicht. Das ist der einzige Unterschied, glaube ich. Macht es denn viel aus, hier schon mal trainieren zu können, den Platz kennenzulernen? Doch, weil die Beschaffenheit vom Untergrund einfach überall anders ist. Ein bisschen der Rasen, die Atmosphäre im Stadion, wie das Ganze mitzubekommen, ist schon nicht ganz schlecht. Darum macht man sie auch, glaube ich. Wie steht es denn mit der Vorfreude auf das Spiel? Ja, riesig. Internationales Spiel ist immer eine Riesenvorfreude, weil das was Außergewöhnliches ist und weil es nicht so viele Leute gibt, die das machen dürfen. Also das ist natürlich schon eine coole Geschichte. Ein besonderer Abend, eine besondere Nacht für den 1. FC Union Berlin. Riasson, Vorteil läuft, gute Bewegung und klasse Ball. Geraldo auf John mit der Chance und dann geht der Ball nicht rein. Jetzt war die Fahne oben. Abschlussmöglichkeit. Stark von Jordan und jetzt Geraldo Becker. Geraldo mit dem Lupfer und dann die Parade von Matthäus. Buchartz tritt den rein. Der kommt und er geht an den Pfosten. Es bleibt beim 0:0 nach Halbzeit 1. Gutes Spiel von Union Berlin. Jordan mit der Chance. Dann Riasson und das ist die gute Möglichkeit. Riasson, gute Flanke und die Möglichkeit. Yannick Haberer. Trimmel mit der Flanke, das Jordan. Trimmel, Diogo Leitz, dann ist der Ball frei. Ja, ich glaube, wenn du 0 Punkte, kein Tor bei so einem guten Auswärtsspiel machst, dann ist es definitiv ein Scheißabend. Sehr bitter. Also, ja, man kann es nicht anders beschreiben. Wir hatten die eine oder andere Möglichkeit, jetzt nicht viel, aber wir hatten sie, waren aber einfach nicht präzise, nicht zwingend genug. Und dann ist es natürlich ärgerlich, nach so einem Ballverlust so unglücklich hier 1-0 zu verlieren. Not happy with this result. Me and the team, we really wanted the victory. It's another league, other opponents, we don't know. Each player, we don't know each team. Of course, we analyze them, but it's always a new feeling. I have to say it's a good feeling. We want to play every year here. And I think it's a good experience for us and we can learn a lot from that as a team. Ja, ich denke, wenn man sich das Spiel über 90 Minuten anschaut, kann man da schon vieles Positives rausziehen. Ich denke, das macht der Trainer dann in der Videoanalyse, wird uns zeigen,
was gut geklappt hat, was weniger gut geklappt hat, und dann ist am Sonntag schon das nächste Spiel. I think the team work hard, give 100%. Unfortunately, we didn't get the efficiency, but we will continue fighting, and of course the results will come.